Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der wohl professionellsten Kochshow auf ganz YouTube. Das stimmt immer noch nicht, Leute. Ich hoffe, es fängt heute nichts Feuer. Am heutigen Tag gibt es natürlich mal wieder die verschiedensten Köstlichkeiten. Die Frage ist nur, was für Köstlichkeiten überhaupt? Denn, meine Damen und Herren, ich habe gleich einen Aufnahmetermin mit GLP und brauche noch irgendwas im Magen innen drinne. Ich habe nur bloß keine Ahnung was. Ich werde wahrscheinlich heute einfach nur mal wieder ein paar Reste vernichten, damit ich jetzt ein bisschen was im Bauch habe. Hier habe ich mal ein paar internationale Köstlichkeiten vorbereitet. Daraus machen wir heute wahrscheinlich einfach einen Smoothie. Schön lecker Bananenchen. Ein bisschen Ingwer, der sieht komisch aus, ist aber in so einem Smoothie richtig, richtig lecker. Eine frische Mango und Äpfel. Die größte Frage am heutigen Tag ist natürlich trotzdem, was gibt's zum Hauptgang? Und hier gucke ich natürlich in mein Schlaraffenland. Hier sind wirklich feine Sachen drin. Hühnernudeltopf, der schmeckt wirklich richtig lecker, aber den gibt's nicht. Den gibt's nur zu Weihnachten, zu ganz speziellen Sachen. Ein Tassenkuchen? Nee. Hier, das ist doch eine super Basis. Der Uncle Ben's Reis. Nein, ist kein Placement. Ich finde ihn aber tatsächlich klasse, weil den packst du einfach in die Mikrowelle und dann hast du zumindest schon mal so eine Basis. Da braucht man nur noch eine leckere Soße zu. Die werden wir traumhaft zubereiten aus Resten. Oh, ich merke gerade, da war ein bisschen Staub an der Linse. Warte, ich mache euch mal kurz sauber. Okay, wir gucken mal kurz hier unten rein. Ich habe hier ein bisschen Parmesan. Ah, perfekt. Apfelmus. Wer wollte nicht schon immer mal schön Reis mit Apfelmus essen? Bisschen Hummus. Warum habe ich das in den Kühlschrank getan? Mais. Und zum Abschluss irgend so ein Bresola. Das glaube ich Rindfleisch. Ich habe hier auch noch Köstlichkeiten. Hier den Balsamico. Sojasauce. Und das darf natürlich nicht fehlen. Schöner Ketchup. Okay. Ich würde sagen, wir starten. Obwohl, sollten wir nicht erstmal den Smoothie? Ne, den Smoothie mache ich, wenn alles auf dem Herd ist. So, 3 Minuten rödelt das. Jetzt brauche ich eine Pfanne. Oh, nichts passiert. So, der Pfanne. Nee, sie kommen dahin, Mr. Pfanne. Zack, Herd an. Oh, wisst ihr, was auch gar nicht so schlecht wäre? Nüsse da rein. Weil wenn man Nüsse ein bisschen anbrät, dann sind die richtig lecker. Wir geben jetzt erstmal ein bisschen Lütten hier. Oh, das war ein bisschen viel. Aber das ist ja kein Problem. So, professionelle Kochkamera. Dann brauche ich jetzt hier mal ein paar Nüssis. Aber warte mal, nee, Haselnüsse brauche ich nicht. Ich brauche hier schön so Walnüsse. Die kommen hier schon mal rein. Da so Cashew. Nochmal eine Walnuss. Nochmal eine Cashew. Bisschen Mais. Oh Gott, oh nein, da ist das Wasser rausgetropft. Scheiße! Oh Gott! Okay, das war nicht so smart. Alles gut. Alles okay. So, ein paar Maisis rein. Das könnt ihr euch merken. Fett und Wasser verträgt sich nicht. Deshalb darf man auch nie heißes Fett mit Wasser ablöschen. Das kann nämlich zu ganz, ganz bösen Folgen kommen. Also, dass auf einmal Feuer schlägt, dass es so eine Verpuffung gibt. Macht das niemals. Oh, da wird jetzt aber schon crunchig. Oh, oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Mann, diese blöde Kamera hält aber auch nicht richtig. Ich pack das mal kurz runter. Wir müssen nämlich mal ganz locker flockig. Schnappen uns hier ein tolles Messer. Und jetzt geht's nämlich dem Käse zu Leibe. So, der Käse. Oh Gott, Käsekram kommt jetzt nämlich hier schön in die Pfanne. So, nochmal ein kleines Extrastück. Ach stimmt, den Bresola. Den müssen wir auch mal ein bisschen klein schneiden. So. Oh, guck mal, wie der Käse da schon zerläuft. Ich muss mich jetzt aber wirklich ein bisschen beeilen. So, ein bisschen fleischig rein. Jetzt ein bisschen. Oh Gott, da ist einer entkommen. Weil gleich kommt natürlich hier der Rest rein. So, oh Gott. Ist das aber lecker. So. Uncle Ben's. Oh, ist das heiß. Komm schon. So, rein da.
Nicht alles, damit so ein bisschen habe ich noch was Spezielles vor. Das ist doch ein lecker Schmecker hier. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie eine Soße. Aber ohne Soße geht das schlecht. Aber habe ich überhaupt irgendeine Soße? Ich habe ja hier den ganzen anderen Mist. Ich hätte hier noch Sambal Oleg, aber dann verbrennt mir das Mull. Oh Gott, ich glaube, ich mache das einfach ganz klassisch. Ich werde das einfach mit dem Hummus zusammen essen. Das ist so, ich glaube, Kichererbsen. Ja genau, Dips aus getrockneten Kichererbsen, Curry, getrockneten Tomaten und Oliven. So, das ist jetzt erstmal fertig. Jetzt gehen wir an unseren Super Smoothie. So, während das hier noch ein bisschen vor sich hin köchelt, machen wir hier mal abwaschen. Dann benötigen wir 1 Banane. So, 1 Banane. Dann schneiden wir uns einen Apfel. Ist er noch gut? Ja, der ist noch lecker. Jetzt kommt das Nervigste und ich weiß auch echt nicht mehr, ob die gut ist. Ich glaube, die habe ich vor 1,5 Wochen oder so gekauft. So, warte mal. Jetzt müssen wir hier. Zack. Ihr müsst ja irgendwie den Kern entfernen. Oh, riecht eigentlich ganz gut. Sieht ein bisschen komisch aus. Sieht wie so ein Eis aus. Oh Gott, nein, das tropft in mein Essen. Okay, wartet mal. Ich muss das jetzt hier, das Ding irgendwie raustrennen. Aber dazu muss ich das irgendwie... Jetzt. Okay. Kann ich das hier irgendwie... Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Professionellste Kochshow der Welt. Okay, wartet mal. Ich brauche einen Löffel. Mit einem Löffel schabe ich jetzt erstmal das. Hier, das Fruchtfleisch, das löst sich ja wie eine 1. Okay, perfekt ausgeschabt. Astrein, das will ich auch nochmal. Jetzt fehlt nur noch der Ingwer. Der sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht, also ich glaube, die meisten von euch kennen das. Und das ist halt auch richtig geil für so einen Smoothie. So, bisschen grob abschneiden. Einen Finger verlieren. So, noch ein Stück. So. Ja, komm, noch einer hier. Wichtig für einen super klasse Smoothie. Der muss natürlich auch ein bisschen kalt sein. Dazu schmeißen wir jetzt hier. Oh Gott. Einfach schön Eiswürfel rein. Komm schon. Der letzte will ja nicht raus. Bitte. Egal, dann eben nicht. Du hast gewonnen. So, auf die Matschepampe kommt jetzt noch ein Deckel. Obwohl, wir können da vielleicht noch einen Lütten Wasser einfach reingeben. So, nur so einen Lütten. So. Dann zu. Dann schnappen wir uns das Ganze an. Und für 90 Sekunden. 3, 2, 1. So, genug geschägert. Jetzt geht's nämlich. Ich wollte was ausprobieren. Und zwar, als Peter hier noch gewohnt hat, hat er im Grunde genommen so gut wie alles mit Apfelmus gegessen. Und ich wollte jetzt einfach testen, wie schmeckt denn überhaupt dieses traumhafte Gericht, und zwar Reis mit ein bisschen Apfelmus. Also, weiß nicht, eigentlich muss doch Apfelmus alles rausreißen können. Warte mal, ich gehe hier rein, dann lübe ich da so ein bisschen Apfelmus. Komm her. So, bisschen Apfelmus. So eine schöne Portion. So, das sieht doch gut aus. Also, ich würde echt lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht lecker ist. Das ist wirklich gut. Mann, warum mach ich mir denn... Ich hätte einfach nur ein bisschen Apfelmus hier raufkippen müssen. So, nochmal einen Lütten. Das schmeckt echt geil. Mann. Jetzt will ich... Und ab diesem Zeitpunkt ist doch tatsächlich mein Mikrofon ausgefallen, denn meine Batterie hat so einen kleinen Wackelkontakt, aber das ist kein Problem. Ich werde das jetzt einfach professionell nachvertonen
Und zwar garniere ich das Ganze natürlich noch mit Premium-Ketchup der Marke XYZ. Oh, da sehen wir auch noch den leckeren Apfelmus. Da gab es einen kleinen Unfall, da ist ein bisschen zu viel Ketchup rausgekommen. Da sehen wir den Smoothie, der war wirklich lecker. Ihr seht auch gleich noch, wie ich den probiere. Das muss natürlich auch noch sein, bitte, muss ja diese Köstlichkeit noch kosten. Da sehen wir den Ketchup, ja, war ein kleiner Unfall, meine Damen und Herren. Also da nochmal der Smoothie, der vor sich hin blubberte, hat sich ordentlich... Er war ein bisschen dickflüssig, muss ich zugeben. Der hätte man nochmal das ein oder andere Schlückchen Wasser nachgießen können. Da sieht man, bitte, ja, kotzt er oder nee. Es schmeckt ihm. Er nimmt tatsächlich noch einen zweiten Schluck. Jetzt wird natürlich noch der ganze Kram probiert und ich muss sagen, es war lecker. Also vor allen Dingen diese Nüsse da drin haben das Ganze wirklich sehr, sehr lecker gemacht. Und insgesamt muss ich dem Essen ein Sternchen geben. Kein Michelin-Sternchen, das ist ja das, was diese Sterneköche haben, sondern es war ein solides Essen mit Ketchup. Ganz ehrlich. Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem kleinen Video. Da seht ihr, macht bitte so die Kamera aus, aber ich rede jetzt einfach noch weiter. Leute, kleines chaotisches Kochvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr von dem Schlüssel sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne eine kleine Bewertung da. Und ja, ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.